Hey, was ist da los? Augenblick! Du da, halt! Jeden Stein. Hier muss es Briefe aus jedem Winkel des Kalifats geben. Dann suche ich mal Aribs. Hey! Komm raus! Baden wir in Blut! Bitte beachte, dass deine Zahlung von 15. Nanir überfällig ist und bis zum... Nein. Liebste Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase, fruchtbar und ekelhaft. Lass dein sündhaftes Lied verstummen, sonst tue ich es für dich. Sehr freundlich. Der Nächste. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt Athalab den Garten und folgt der Maus. Geheime Ordensnachrichten? Schlechte Dichtkunst? Beides? Arib könnte Athalab sein. Der Gönner sprach von einem Vortrag im Garten. Ich könnte Arib diesen Brief geben und schauen, wohin die Füchsin mich führt.
Abu Abdullah ist der wahre Kalif und wird bald den ihm gestohlenen Thron zurückholen. Den lasse ich den Spitzeln da. Ich gehe in den Garten, überreiche Athalab ihren Brief und folge ihr dann. Tobe wie das Meer. Ich versüße dein Stirn, brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut, beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz fest, steig auf wie die Tau, seiest du Meer, Wüste, Kobra, Taube, in jeder Gestalt umarme ich dich. Hallo, kennen wir uns? Komm, sei nicht schüchtern. Ich beiße selten und hinterlasse keine Narben. In der Öffentlichkeit scheint es nichts Privates zu geben. Wie bist du an diesen Brief gelangt? Wer hat dich dazu angestiftet? Ich arbeite im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Ich traf auf die Männer, die dem Licht dienen. Es scheint, sein Glanz macht viele von ihnen blind. Sind deine Meister derart geblendet und tölpelhaft? Du wurdest gewarnt, du Sohn einer Hündin. Komm, Arib, wir wollen nicht für Gerede sorgen. Du bist es, der nicht aufhört zu reden, selbst wenn ich dich um Stille anflehe. Du verschmähst den Rat desjenigen, der dich erhob und ohne den du noch immer ein Nichts wärst. Ich erhob mich selbst. Ich verfasste mich selbst. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Du bist aus meinen Seiten verbannt. Hinfort! Wie kann ich dich Wölfen wie ihm überlassen? Du bist eine Frau, allein, unbewaffnet. Worte sind mir Waffen genug. Dann sehen wir mal, welchen Schutz sie dir bieten. Packt sie! Die Saida wird woanders erwartet. Und du hältst sie auf. Anscheinend können Worte Schilde herbeirufen. Bringen wir das schnell hinter uns. Jutel! Hast du das gehört? Ja? Sehr gut! Nein, das wird gemacht! Arib ist zu ihrem Geheimtreffen gegangen. Jetzt aber schnell. Der Brief befahl Athalab, den Garten zu verlassen und der Maus zu folgen. Vielleicht ist sie mir doch noch nicht entwischt. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Es war nicht Sajjad, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen.
Ich bring dir meine Schulterfinte bei. Die klappt immer. Mich dünkt, die Eunuchen führen etwas im Schädel. Wenn die Probleme losgehen, sind sie sehr schmallippig geworden. Wie weit wird der Fuchs fliehen? Wieder eine gemalte Maus. Verschaffen wir uns einen Überblick. Nachholen. Ich bin derzeit ständig müde. Gerne mitkommen, wenn du magst. Er muss einen neuen Falken für den Sahib abrichten. Geh weg! Folge der Maus. Also wirklich. Ich mag Mäuse. Ich sehe dich auf. Was glaubst du denn? Du solltest ihn vor das Mausoleumgericht schleifen. Aber er denkt nur an meinen Ruf, Sarah. Um den Erfolg zu wahren, muss ich umgänglich sein. Diskret. Er fürchtet, ich sei zu stolz. Du? Niemals. Ich schreibe, dass die Liebe wild und frei ist.
unberührt von Gesetz und Gebot. Sollte ich mich darin nicht auch üben? Übung macht den Meister. Aber auch Feinde. Dann sei es so. Aber lass mich sie wählen. Höflinge, Kalifen, Gönner, Partner. So viele Männer haben versucht, meine Feinde zu bestimmen. Und meine Freunde. Auch wenn Allah weiß, dass ich einmal schlecht wählte. Er verstellte sich gut. Und Dichter brauchen Gönner. Selbst so große wie Athalab. Nun, ich habe mich entschieden. Gut, es stehen schwere Zeiten bevor. Sorge dich nicht. 6 Kalifen habe ich überlebt. Ich überlebe... 6 weitere. Keine Angst, Zara. Ich küsse die Ringe, die ich küssen muss, aber ich lasse mich nicht wieder fesseln. Von niemandem. Geheimtreffen, Decknamen, doch keine Spur des Ordens. Aber sie hat eine ganze Reihe an Gönnern. Vielleicht steht nicht Arib selbst an der Spitze des Ordens, sondern ein Bewunderer. علينا أن نجرب وضع العقارب لقتال بعضها على نفسها ذلك مدهش لما العقارب مسألة الدلوقة في الفرق بين الروح والنفس لا سيندمون على اليوم الذي تحدون فيه عندما ننتهي التفكير في الأمر كان مقطعا في كتاب جوامع أرأيت النظرة في وجهها كتاب الدلالات على الاتصال وكانت كالكوكا وكيف أمين مخان لغتير بين السيطان قال إنه سيغتفر فيها ويعود إليها لكنني كلما أراه أجده يغمتم على أحد Sei gegrüßt. Friede sei mit dir. Was gibt es heute bei dir? So viel Auswahl. Pflege deine Klinge, sie wird es dir danken. Überlegenheit durch Technik, nicht wahr? War's das fürs Erste? Ich muss aufbrechen. Leb wohl. لا تترقبوا تلك القافلة تسبب في سوء التجربة سآتي لمساعدتك شهرين معلمة هذا العقل لا بد أن أجاب حيرة عن جزار أشعر
بالأمان من الفيضان هنا أبدا. لا يشبه ارتداء كثير من الكاذب. الفيل الرابعة مثلاً. أخربانين سبلومي سوق شوكينسون. قد فهم المشكلة. ما كل هذا إذن؟ Was? Weg! Mit mir nicht, Dieb! Ich bin Hilfe! Hier ist ein Dieb! Wache! Wache! Ich wurde Opfer eines Diebs und brauche Hilfe! Ich weiß. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. An der Hüfte habe ich von Palais Ausbruch bewegt. Weise mir den Weg. Enkidu, es tut mir leid, ich habe dich in Gefahr gebracht. Masalim-Gerichtshof ist nicht weit. Darwish erzählte mir mal, dort könnte das Volk sich beschweren, wenn eine Rechtsprechung Unrecht war. Mein Vater sagte einst, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm arbeiten. Diese Richter müssen den Statthalter besser kennen als andere.